Wir haben hier ein Lidl-Feuerwerk-Flyer für dieses Jahr mit Preisen von Verbünden und ein Sonderpreisbaumarkt-Feuerwerk-Flyer. Ja, es ist wieder viel passiert die Woche. Wir schauen uns mal den Flyer von Lidl an, den wir hier geleakt bekommen haben. Der hat der Nils_4708 auf Instagram gepostet. Ich habe das mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen hier ein paar Verbünde, die man dieses Jahr vorbestellen kann mit den Preisen. Dann haben wir noch einen Sonderpreisbaumarkt-Flyer. Und wir schauen uns mal an, wie teuer denn jetzt die Funkeböller sind, die neu sind. Wir gehen hier rein in den Lidl-Feuerwerk-Flyer. Wir sehen hier, es gibt wieder das Vorbestellsystem, dass man sich Verbünde reservieren kann. Vom 2.12., also wirklich schon in der Woche ungefähr, bis zum 26.12. und das dann am 29.12. in der Filiale abholen kann. Weiß ich nicht, warum genau ab 29.12. Vielleicht rechnen die mit so einem großen Ansturm, dass man nicht direkt am 28.12., wo ja eigentlich der erste Verkaufstag ist, die Verbünde abholen kann. Naja, was auch immer, auf jeden Fall ist es definitiv legit. Er hat hier noch ein Video gepostet von dem Prospekt. Das ist definitiv bestätigt. Gibt es ja jedes Jahr so den Flyer um die Zeit rum ungefähr. Und wir schauen uns mal die Preise an, denn wir haben hier 5 Verbünde, unter anderem den Pure Magic, den es ja auch schon seit Ewigkeiten gab eigentlich. Der ist letztes Jahr 5 Euro teurer geworden und dieses Jahr nochmal 10 Euro mehr. Das ist auch ungefähr eine Preissteigerung von so 15%. Aber wirklich schöner Verbund. Vielleicht kann man den für den Preis dieses Jahr noch mitnehmen, ist eigentlich okay. Darunter sehen wir eine Neuheit von Lidl dieses Jahr tatsächlich. Die wurde ja schon in der Vorbestellerliste geleakt, also ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die ganzen Sachen so kommen, wie ich in meinem anderen Video hier rechts oben mal gesagt habe, was da für Neuheiten kommen, zum Beispiel neues Raketensortiment, das ist dann auch sehr wahrscheinlich. Und da war auch Big Finish als Neuheit eingetragen, und zwar die Hard Rock Overtüre von Weco. Wenn ihr euch dazu mal ein Video anschauen wollt, habe ich euch rechts oben jetzt verlinkt. Ist der letzte Artikel, der in dem Video gezeigt wird. So ein Verbund, 20mm, 240 Schuss, relativ rasante Schussfolge, ist ganz nett. Kann man vielleicht mal machen, für 80 Euro ist das auch nicht so teuer. Ich hatte den ein bisschen teurer geschätzt, ist im Internet deutlich teurer, über 100 Euro. Deswegen eigentlich ein ganz guter Preis für den Neuheitenverbund von diesem Jahr. Dann rechts daneben Mastermind ist leider auch 10 Euro teurer geworden, also auch ungefähr eine Preissteigerung von 13%. Ja, was soll man dazu sagen? Der Verbund ist immer noch echt gut. Ich fand den tatsächlich letztes Jahr für 80 Euro wirklich gut. Dieses Jahr kann man das immer noch machen, aber die Preise sind auch nicht so extrem gestiegen. Bei den Verbünden sehen wir hier alle sind tatsächlich um 10 Euro teurer geworden, die es letztes Jahr schon gab. Und das ist jetzt auch keine so extrem riesige Preissteigerung wie zum Beispiel 30% oder 80% bei der Heavy Metal Reloaded. Ja, ich denke mal, das wird auch so bei den anderen Artikeln ausfallen. Ich hoffe nicht, dass da irgendwie es noch so Ausreißer geben wird wie angeblich bei Aldi. Darunter links haben wir noch Colossus, auch 10 Euro teurer geworden wie ja jeder Artikel. Trotzdem auch ein wirklich schöner Verbund. Die Weco-Verbünde bei Lidl sind tatsächlich relativ stabil. Jetzt 200 Schuss, also nicht das größte Kaliber. Da könnt ihr beim Mastermind vielleicht ein bisschen mehr erwarten. Trotzdem okay eigentlich. Und rechts daneben The Legend, sehr kleinkalibrig, ja, 304 Schuss. Ist mehr so ein Mini-Verbund, also da finde ich persönlich den Pure Magic einfach schöner, weil ihr da mehr Action drin habt. The Legend wäre mir persönlich zu langweilig, da kann man sich auch selber die Batterien kaufen da und vielleicht auf dem Brett kleben und verleiten. Hier haben wir eine Preissteigerung von unter 10% tatsächlich. Ich glaube, es sind 8-9% und muss man einfach mal schauen, wie es dann letztlich bei Lidl ausfällt. Ich denke mal, in dem Rahmen wird es sich bewegen von 8% bis 15-20%, vielleicht auch mal 25%, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sonst was mehr über 30% steigt. Und das werden wir auch bald sehen, weil ja bald der Aldi-Prospekt offiziell rauskommt und der Lidl-Prospekt. Und dann würde ich sagen, wissen wir direkt die Preise, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Als zweiten kleinen Flyer habe ich euch heute nochmal den Sonderpreisbaumarkt-Feuerwerksflyer zum Vorbestellen mitgegeben. Ja, das ist so ähnlich wie bei Lidl. Man sieht hier ein paar Verbünde, die man sich, oder auch Batterien oben rechts, die man sich vorbestellen kann. Die Batterie oben rechts würde ich nicht empfehlen, ist eine Komet-Batterie. Ja, ist relativ günstig, sieht man teurer irgendwo in anderen Läden, aber Leute, das lohnt sich echt nicht so krass. Komet macht da nicht so die geilsten Batterien für den Preis. Darunter aber auf jeden Fall eine Empfehlung, Greater Lion Display Box ist ein krasser Name, ist aber, soweit ich weiß, die umgelabelte President Pyro. Bin ich mir jetzt nicht ganz genau sicher, aber für 90 Euro ist das ein wirklich, wirklich guter Preis. Das ist auch keine so krasse Preissteigerung zu den letzten Jahren. Ich glaube sogar gleich geblieben im Sonderpreisbaumarkt, wenn das die ungelabelte President Pyro ist. Und deswegen auf jeden Fall absolut zuschlagen, kann ich da nur empfehlen. Der Rest, den wir hier haben, ist jetzt nicht so spannend. Chainsaw Box unten würde ich auch nicht wirklich empfehlen. All Inclusive 120 ist ganz okay, kann man machen, hat so eine Fontäne am Anfang. Ja, ganz rechts Fallers with a Bite, weiß ich auch nicht so. Und The Hammer Boy würde ich auch nicht wirklich empfehlen.
Aber auch ganz interessant, was wir hier beim Sonderpreisbaumarkt vorbestellen können. Ein paar Batterien und unter anderem die President Pyro. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und da kann man tatsächlich die Artikel schon ab dem 28.12. im Laden abholen. Und als letztes Thema für heute haben wir noch die Funkeböller, die jetzt tatsächlich bei einigen Läden vorbestellbar sind, beziehungsweise Online-Shops. Tatsächlich relativ teuer, der D-Schinken ist teilweise für 60 Euro drin, der Super 1-Schinken für 70 Euro und der Super 2-Schinken für 85 Euro. Das ist jetzt in dem Fly Fire Shop, habe ich euch auch mal verlinkt, falls ihr das schon bestellen wollt, aber ich persönlich finde das noch ein bisschen zu teuer. Gibt auf jeden Fall einige Shops, die deutlich günstiger die Schinken im Angebot haben und den Super Böller 2-Schinken vielleicht auch für 70 Euro, vielleicht ein bisschen drunter noch sogar anbieten können. Da sollte man sich auf jeden Fall mal die Augen aufhalten. Wer da günstige Funkeböller im Angebot hat, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Aber ja, ich finde es toll, dass man die endlich wieder bestellen kann. Trotzdem muss man sich das überlegen für den Preis, aber ich denke, die werden trotzdem weggehen, weil die Leute haben wieder richtig Bock. Ja, und dann würde ich sagen, war's das auch mit dem Video und haut rein.